Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Creativerse, dem kreativen Universum, und es wird besonders kreativ, diese Folge, denn ich habe vor, ein bisschen zu dekorieren, und ich habe den Anfang ja schon mit dem Lagersystem gemacht. Wir haben jetzt den Touchstone hier in der Mitte mit ein bisschen Bedrock Wall außenrum, und ich habe jetzt die Stone Trapdoors hier genutzt, um so eine Art Regal hier für unsere drei wichtigsten Prozessoren herzustellen. Natürlich sind drei Prozessoren nicht genug, deswegen werde ich noch ein paar mehr an diese Wand hier aufstellen. Und hier hinten sind immer noch ein paar Diamond Slabs drin, ne? Ja, das dauert noch ein bisschen. Ja, wir haben jetzt endlich wieder einen Durchgang hier zu den Tieren. Schau mal. So, und pass auf. Wir können jetzt nämlich... Oh, ich habe das gar nicht dabei. Warte. Hier hinten. So. Ich nehme mal so einen Washer mit. Und damit können wir jetzt richtig geil widerspenstig hier mit dem Wasserstrahl abschießen. So nämlich. Voll ins Gesicht. So, widerspenstig geht's wieder gut. Der hat wieder Hunger, glaube ich. Hier, Sandwich, oh ne, der hat keinen Hunger. So, die müssen auch hier wieder, ne? Ja, genau, guck mal, wie dreckig die alles schon sind. Okay, der muss auch ein bisschen. Frank. So, Frank geht's gut. Hier. Das ist Heinz. Heinz muss auch ein bisschen. So, wunderschön. Gut, denen geht's wieder fantastisch. Und wir müssen hier noch Fenster reinpacken. Und dann können wir langsam hier vorne so einen Stall hinbauen. Dann können wir die auch ein bisschen rumwandern lassen. Dann müssen die nicht mehr auf einem Fleck stehen. Das ist ja auch schon ganz... Da werden die Beine ganz steif. So. Pass auf, wir haben die Quest erledigt. Und dafür bekommen wir 20 Bosshawk-Tusks. Das finde ich gut. Und nochmal 20 Sandwiches. Melon-Sandwich. Ja, fantastisch. Die können wir gleich an die Tiere verfüttern. Pass auf, die packe ich dann hier... Nein, ich wollte die nicht essen. Ich packe die Mushroom-Sandwiches mal hier rein. Und die Pixie-Droppings, die kommen vorne. Hier hinten. In die Kiste. So. Und ich sehe gerade... Ne, die sind noch nicht fertig. Okay. Die sind alle noch nicht fertig. Ah, aber Carrotfish. Die sind fertig. Unser Feld hier vorne ist halt wirklich ein Spawner für Carrotfish. Was nicht schlecht ist, weil dadurch bekommen wir sehr viele Materialien zum Kochen. Darum würde ich mich auch demnächst gerne mal kümmern. Wir haben jetzt hier ja unsere Küche, die nicht wirklich nach einer Küche aussieht, aber ich denke, da können wir auch noch ein bisschen was machen. Ne, sowas nicht, aber sowas hier und... Das war's schon, ne? Ja. Wir haben jetzt hier unsere Kiste für rohe Nahrung. Ja. Und dann haben wir hier hinten die gekochte. So, hier ist fertige Nahrung drin, ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Okay, dann packe ich nochmal ein bisschen was hier in die... Ne, das ist nicht die Mob-Drop-Kiste. Das hier ist die Mob-Drop-Kiste. So, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen an das neue Lagersystem gewöhnen. Das kann noch ein paar Folgen dauern, mitunter. Aber mir gefällt das an sich schon ganz gut. Ich habe jetzt Erz und Rohstoff in eine Kiste reingepackt. Ich denke, das ist ein bisschen sinnvoller. Und jetzt haben wir hier noch eine WIP-Kiste, die noch nichts drin hat. Vielleicht finden wir noch irgendwas in der nächsten Zukunft, was dort reinkommt. Aber ja... Das ist schon mal ganz cool. Ja, Dekoration, meine Damen und Herren. Ich schaue mal ganz kurz, was wir so machen können. Da gab es einiges. Hier zum Beispiel solche Ello Gracing Luxoras. Boah, ich kann es gar nicht aussprechen. Die sehen mega geil aus. Ich würde unbedingt welche von denen machen. Wir brauchen Iron Rods dafür. Dann würde ich sagen, nehme ich mir schon mal ein bisschen Eisen mit. Und dann schmeißen wir etwas hier hinten in die Prozessoren rein. So, das, denke ich mal, können wir uns schon gönnen. So. Und... Wir sind vielleicht ein bisschen viel. Egal. Was haben wir noch so? Ich habe gesehen, dass wir hier fantastische Betten haben. Hier, oh, schau dir das mal an. Majestifying Mattress. Ja, das ist ein bisschen mehr als eine Matratze, finde ich. Dafür brauchen wir roten Farbstoff. Würde einfach mal denken, wir nehmen uns die roten Blumen und packen die dann da rein. Hier die Red Flower. Schauen wir mal. Ja. Makes sense. Okay. Dann machen wir das mal. Und wir brauchen auch noch Türen. Was befindet sich denn aktuell so im Türangebot, sag mal? Die
The Gorgeous Store, die haben wir vorne. Die gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Aber ich wette, es gibt noch andere Türen, oder? Lass mal kurz schauen. Bungalow-Tür, cool. Obsidian, oh, die sieht aber nice aus. Aber die passt halt überhaupt nicht ins Haus rein. Corrupt Obelisk. Aha. Diamond Door, ja moin. Gar kein Flex oder so, nein, gar nicht. Lumid Door, sicherlich. Was sind nicht alles möglich? Diamond Chair. Fantastisch, fantastisch. Okay. Diamond Table. Iron Fire Pit. Das sieht ja cool aus. Ein Fire Pit. Das muss ich auch mal ausprobieren. Eine Kohle. Wir probieren heute mal ein bisschen rum, ne? Ich denke, das ist in Ordnung. So, die Stone-Dinger habe ich ja schon im Inventar. Fire Pit war hier. Warte, ich habe doch Stone. Ach nee, ich habe Stone Slabs. Stone Rods brauche ich. So. Okay. Oh, cool. Cool. Ja, die würde ich sagen, passen die vorne am Haupteingang eigentlich ganz gut, ne? Wenn wir. Guck mal, hier und hier. Und ich muss dringend mal. Wir müssen hier mal ein bisschen. So. Bisschen Erde davor. Wir müssen allgemein noch um das Haus ein bisschen terraformen. Weil momentan, ja, ihr seht es. Ist nicht so geil. So. Ja, die sehen nice aus. Davon können wir vielleicht auch noch zwei hier in den Innenhof stellen. Falls das von der Symmetrie hier irgendwie gehen sollte. An die Seite schon mal nicht. Sonst machen wir einfach hier einen hin und da einen hin. Die gefallen mir mega gut, die Fire Pits. Die sehen cool aus. Die sehen wirklich cool aus. Okay. Was haben wir noch? Atlantis Lamp. Oh, die sieht aber sehr geil aus. Dafür müssen wir erstmal eine Gaslampe herstellen. Okay. Boah, hier ist auch noch einiges. Das sind die ganzen Maschinen, ne? Oh, wir müssen. Mob-Spawner! Wir müssen uns dringend mit Maschinen beschäftigen, Leute. Dringend. Würde ich sogar, glaube ich, die nächsten Folgen mal mit anfangen. So, was haben wir denn hier noch? Ich wollte das machen, genau, das machen wir gleich. Woodstool, ganz cool. Easel. Ja, wenn es schon da ist, ne? Dann nehmen wir uns mal kurz ein bisschen Leder raus und dann craften wir das Ganze mal. So, keine Ahnung. Ich stelle es vielleicht mal hier hin. Oh, das ist aber sehr hochauflösend. Aha, kann ich damit irgendwas machen? Scheinbar nicht. Okay, gut. Ist einfach nur Dekoration, denke ich mal. So, dann kommt das mit. Und dann mache ich mir auch mal ein paar mehr Prozessoren. So. Geht das? Steine. Steine sind hier. Gut. Wie viel brauchen wir? Ich mach mal. Warte, wie viel passen hier hin? Dass es noch gut aussieht. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Prozessoren, meine Damen und Herren. Das denke ich mal geht in Ordnung. 1, 2, 3, 4, 5. So. Und dann einmal die Prozessoren hier hingestellt. So, falls wir ganz viel prozessieren müssen, dann können wir es da prozessieren. Keine Ahnung. So, und pass auf. Kleiner Minecraft-Bau-Trick. So, zwei Holz. Und dann nehmen wir uns. Hier, ne? Ja, guck mal. Dann nehmen wir uns vier Crackwood Leaves raus. Wunderschön. Wirklich wunderschön. Okay, cool. Cool. So, das Pigment müsste fertig sein, oder? Ja. Dann Red Lamp. Oh, Orange Block of Goo. Nice. Oh, die sieht ja geil aus.
Da lässt sich noch einiges machen, meine Damen und Herren. Einiges. Ich wollte die Betten machen. Hier. Shredded Leaves, Wood Slab, Iron Slab. Sollten wir alles haben. Hier ist ein Iron Slab, hier ist ein Wood Slab. Was macht der Handschuh da drin? Der muss hier in die Werkzeugkiste rein. Okay. Und Shredded Leaves. Die haben wir auch irgendwo. Hier. Schau mal. So, jetzt machen wir mal so ein Bett. Okay. Ich hoffe, das ist größer als nur zwei Blöcke. Es ist nur zwei. Kann man die nebeneinander setzen? Okay, das geht. Okay, cool. Ja, Schlafzimmer hätte ich halt wirklich fast hier gemacht. Dann müssen wir hier mal so ein bisschen umräumen. Dann... Oder vielleicht hier so? Theoretisch, weil hier sind ja die ganzen Türen. Eigentlich wäre es schlauer, das hier zu machen. Hier passt es auch direkt so ans Fenster. Das ist eigentlich ganz cool. Und dann können wir uns vielleicht so zwei Dresser machen. Die hier. Brauchen wir Wax für. Ah, es sind so viele Materialien, die wir mal brauchen. Ich bin echt nur am Hin- und Herrennen. So. Pass auf. Machen wir zwei von denen. Und dann packen wir die auf die beiden Seiten. Das ist ein bisschen schöner als diese olle Holzkiste, ne? Ja, guck mal. Und dann können wir die ganzen Rocket Packs nehmen. Und die kommen dann auf die eine Seite. So. Ja, eigentlich kann alles auf die Seite. Außer die Crumpled Note. Die bekommt eine eigene Kiste. So. Weil das ist das Item, mit dem man hier startet. Das verdient sowas. Okay. Das kommt hier rein. Und diese Qubits, die sind da schon drin. Sehr schön. Das Bett kommt hier rein. Dass ich mal vergesse, wenn wir auf Reisen gehen. Und jetzt haben wir den Tisch. Den Tisch und die beiden Stühle. Die können die theoretisch hinten bei der Küche irgendwo hin. Hier am Fenster zum Beispiel. Guck mal. Wunderbar. Wunderbar. Okay. Mal schauen, was man hier im Schlafzimmer noch so machen kann. Gibt es vielleicht Teppiche oder sowas? Das wäre ganz cool. Oder sowas, was die Teppiche aussieht. Redwood Wall, wunderbar. Ja, Goo ist auf jeden Fall ein Teppich. Red Concrete. Aha. Concrete im Schlafzimmer ist auch nicht so geil. Ich schau mal kurz. Hardened Lava Floor, Iron Wall. Dark Stucco Wall. Redwood Wall ist auch nicht so... Oh! Oh ja, moin! Hi! Mein Zuhause. Glas ist nicht hier drin. Wo ist denn das Glas? Hier ist das Glas. Und war das eine rote Blume? Nee, es war eine gelbe Blume. Okay, es ist egal, wahrscheinlich egal, welche Blumen wir nehmen. Ich nehme mal kurz hier sowas. Guck mal. Und dann machen wir... Schau mal. Die sieht echt nice aus. Okay, die platziere ich mal ganz kurz. Vier Stück. Cool. Oh, nice. Ja, fantastisch. Schau dir das mal an. Was machst du denn da oben? Geh zurück zum Strand. So. Okay. Das ist ja mega geil mit den... Kann ich? Ja, das geht. Das ist ja fantastisch. Okay, da... Ja. Da ist dann kein Platz mehr für irgendwas anderes. Wir können vielleicht hier nochmal so ein... Oder hier so ein Tisch daneben. Warte. Hier. So. Das sieht mega geil aus. Das sieht wirklich mega geil aus. Okay. Ich glaube, in der Zwischenzeit müssen die Iron Rods hier hinten, die sind immer noch nicht fertig. Ach, du liebe Zeit. Aber wir müssten genug haben, um ein paar Lampen herzustellen. Die hier wollte ich machen, ne? Dafür brauchen wir noch Kohle. Ach Gott, so viel Kohle. Aber davon haben wir jetzt ja erstmal ein bisschen was. So. Du. Und du. Und dich meinetwegen auch noch.
So, mal schauen, was so die Lighting Options hier so vorgeben. Okay, die sind ganz geil. Die sind wirklich ganz cool. Das ist ganz cool. Okay, hier im Schlafzimmer. Wenn wir hier so eine Wand ziehen, dann können wir hier und hier. Ach, die sind ja niedlich. Ich dachte, die wären viel höher. Ja. In Ordnung. Okay. Pass auf, dann nehmen wir uns mal ganz kurz die Limestone-Wände, die sich hier befinden. Und die Stone-Dinger, die da. Und dann ziehe ich mal hier so eine kleine Wand rein, damit das Schlafzimmer so ein bisschen abgetrennt ist. So würde ich sagen. Sowas? Ja, das geht in Ordnung, ne? Und hier theoretisch auch. Bis hier und jetzt haben wir kein Limestone mehr. Okay. Und dann können wir hier in die Ecke ja noch einen hinsetzen. Und den letzten packe ich dann irgendwie hier in die Ecke. Sowas. Hier beim Eingang kommen die Fackeln weg, die haben jetzt endgültig ausgedient. Ja, das sieht ganz nice aus. Vielleicht sogar noch einen Block höher. Ja, das ist ganz cool. Okay, dann mache ich nochmal ein paar mehr von denen. Hier und hier. So. Und hier und hier. Ist dennoch ein bisschen dunkel hier im Haus. Aber vielleicht müssen wir einfach nur mehr davon hinstellen. Boah, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und hier und hier. Nice. Okay, dann würde ich sagen, schlafen wir zum ersten Mal in unserem luxuriösen Bett. Ja, guck mal. Oh, wie der da liegt. Das ist voll niedlich. Das ist voll niedlich. Okay. Limestone, meine Damen und Herren. Und ich mache auch nochmal kurz einen Tisch. Ein Tisch mache ich. Wo ist denn der Tisch? Hier ist der Tisch. Haben wir da schon die nächste Stufe freigeschaltet? Obsidian Table, Craft Obsidian Brick Wall. Ne, der sieht auch nicht so geil aus. Iron Table. Ah. Ne, dann mache ich lieber ein Stone Table, würde ich sagen. Und gibt es hier eine Couch oder sowas? Stone Chair? Ich dachte, es gäbe hier so eine Couch oder sowas. Scheinbar nicht. Stone Chair sieht nicht so gemütlich aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache den auch mal ganz kurz, nur um ihn gemacht zu haben. Red Stained Glass. Cool. Forbidden Red Wall. Was ist das denn? Huch! Ach du liebe Zeit. Was habe ich denn da alles freigeschaltet? Okay. Cool. I guess. Achso, ich habe ja noch die hier. Oh Gott, sind die groß. Nee, das lassen wir mal lieber. So, pass auf, ich mache hier in das Schlafzimmer vielleicht hier noch den Tisch hin und dann hier den sehr unbequem aus. Der sieht wirklich hässlich aus, der Stuhl. Und dann packe ich hier nochmal das Ding hin. So. Wunderschön. Ich wollte Limestone-Wände machen. Ich vergesse es schon wieder. So, hier hinten sind die Iron Rods fertig. Sehr geil. Okay, was brauchen wir für Limestone? Limestone brauchen wir dafür auf jeden Fall. Wir brauchen für Limestone-Wände Limestone. Was noch? Nichts. Wir haben alles. Fantastisch. So. 56 reicht hoffentlich für diese Wand. So. Geil.
Okay. Und dann würde ich als nächstes. Ich mache jetzt gerade alles kreuz und quer durcheinander, aber es ist mir jetzt auch gerade egal. Pass auf, wir haben hier doch irgendwo Carved Limestone Wall. Das sieht auch ganz geil aus. Imprinted Bedrock. Oh, die sieht nice aus. Sieht alles nice aus. Wir haben gar nicht mehr so viel Limestone, ne? Ich wollte Bedrock mal machen. Dann machen wir noch ein paar von den Bedrock Walls. Creativerse lag gerade ein bisschen. So. Und dann packen wir die hier als Fußboden in die Küche. Weil die Küche braucht natürlich auch einen anderen Fußboden. Klar. Ich würde sagen, da reißen wir hier überall das Holz raus. Und wenn wir dann hier so einen Bedrockboden. Ja, das passt viel besser zu einer Küche. Viel, viel besser. So. Und ich hoffe, wir bekommen noch ein paar richtig schöne Stühle. Weil das ist halt, ja, wirklich so ein alter Holzschemel. Und die Steinstühle sehen halt echt unbequem aus. Also da möchte ich nicht mit meinem Hintern drauf sitzen. Das könnte mir vorstellen, das tut weh nach einer kurzen Zeit. So. Dann einmal hier ein bisschen bauen. So. Da wird es ja richtig heimelig, Leute. Bin ich sehr froh drum. Bin ich sehr froh drüber. Wurde auch echt mal Zeit. So, kann ich da? Nee, kann ich nicht. Ah, die ganze Zeit immer nur so eine alte Fassade und jetzt kommt Leben in die Bude rein. Leben. Und pass auf. Ich mache hier mal sowas. Und dann machen wir nicht alles hier Bedrock. Dann haben wir hier noch so ein kleines Verbindungsstück zwischen dem Holzding. Vielleicht sogar sowas. Ja. Das geht ganz gut, ne? Cool. Dann mache ich nochmal hier zwei Stück jeweils. Und dann Limestone. Dann ist die Küche auch so ein halb geöffneter Bereich. Ja, das gefällt mir mega gut. Oh, das gefällt mir mega gut. I like it. Fantastisch. So. Okay. Was haben wir noch so im Angebot? Die müssen wir auf jeden Fall irgendwo noch hinstellen. Wir haben das Weapon Rack. Das wollte ich noch ausprobieren. Stimmt. Stimmt. Warte, ich pack mal ganz kurz hier das Zeug weg. So. Okay. Das Weapon Rack. Zwei Stück. Oh, die sind ein bisschen größer. Die kann ich nicht hier hinsetzen. Vielleicht hier vorne. Und dann könnte ich zum Beispiel sowas reinpacken. Ja, geil. Okay, cool. Dann nehmen wir unsere alten Werkzeuge mal, oder zumindest die noch nicht komplett genutzten. Und die packe ich dann hier vorne mal rein. Sowas hier. Cool. Okay, gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. Stein sieht jetzt vielleicht nicht unbedingt so schön aus, aber ich glaube, da wird es auch noch andere geben, oder? Stone Wall Shelf. Scheinbar nicht. Okay. Flower Pot. Haben wir nicht schon einen? Wood Planter. Da scheint es einen Unterschied zu geben. Wir müssen die Adobe Bricks mal machen. Die Adobe Walls. Okay. Picture Frame. Leder und Glob of Goo. Okay. Ein paar Bilder sind eigentlich auch nicht schlecht, oder? Arc Picture Frame. Aha. Okay, mal schauen, wie das aussieht. Schlafzimmer am besten, ne?
Oh. Okay, es ist nur ein Block groß. Ja, dann würde ich sagen, hier ein. Na, ein Block höher ist schon besser. Hier eins, dann machen wir da noch eins hin. So. Was haben wir denn hier? Oh, geil. Cool. Boah, schau dir das mal an. Das ist ja mega geil. Alter. Wow. 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 Das ist ja mal mega cool. Hä, wie geil. Oh, wow. Okay, da kann man sich ja mega viel inspirieren. Okay, das muss. Naja, das passt nicht ins Schlafzimmer rein, aber. Cool. Das ist ja mal mega cool. Alter, ja, da ist noch einiges möglich. Da ist noch einiges möglich. Cool. Hier, Frank. Boah, guck mal. Geil. Oh, ich liebe den Block. Ich glaube, ich habe einen neuen Lieblingsblock gefunden. Das ist ja mal mega krass. Ich guck gerade, wo ich noch welche aufhängen kann. Hier hinten im Teleporterraum vielleicht, so beim Eingang. Ja, die passen ja auch nicht rein, ne? Das ist ja mal mega geil. Da ist einiges möglich in diesem Spiel. Ich finde es sehr, sehr cool, dass man das Bild dann praktisch durch einen Rechtsklick auswählen kann. In Minecraft muss man ein Bild hinsetzen und darauf hoffen, dass was Gutes kommt. Und da gibt es auch nicht so viel Auswahl, bei weitem nicht. Und ja, sorry, ich vergleiche immer Creative vs. mit Minecraft. Ich sollte es echt nicht tun, ne? Campfire. Craft Stone Boulder Wall. Ein Campfire. Industrial Crowbar. 60 Damage. Ah, hier sind die. Ich wusste es. Es gibt welche. Ich wusste es. Okay, das ist fantastisch. Und Kronleuchter. Das ist ja fantastisch. Schau dir das mal an. Geil. Forbidden Window. Eine Bambuswand. Es ist einiges hier möglich. Und das Ding müssen wir definitiv machen. Yellow Pigment. Wir brauchen mal kurz ein paar gelbe Blumen. Hier unsere letzten fünf. Okay, wir probieren mal ganz kurz die Couch aus. Und ich sehe gerade schon, wie es bei 29. Ach du liebe Zeit. Aber es macht gerade zu viel Spaß. Es macht gerade zu viel Spaß, Leute. So, wenn ich das Ding hier hinpacke. Es ist ja fantastisch. So, und dann, keine Ahnung,
nehmen wir den Tisch und den packen wir jetzt hier hin. Und hier kommt dann dieses Blumending drauf. Und die Lampe, meinetwegen, können wir die hier in die Ecke reintun. Richtig gemütlich, Leute. Richtig gemütlich. Und wir können es hinsetzen. Ist das fantastisch. Ein Traum. Ein Traum, Leute. Ein absoluter Traum. Bauen in Creativerse. Oh, ich habe ja noch einen. Ja, dann kommt er dahin. Ein absoluter Traum. Jetzt packen wir noch ein paar Blumentöpfe rein und sowas. Boah, fantastisch. Gut, wir müssen dringend Schluss machen, Leute. Es ist, ich habe die Zeit wieder aus den Augen verloren. Wir haben jetzt schon 31 Minuten. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von A Creativerse wieder. Bis dahin, habt einen schönen Tag und ich habe gerade hier mit den ganzen Deko-Sachen ein richtig geiles Spielzeug gefunden. Warte mal. Okay, das geht tatsächlich. Ich habe da was gelesen. Es geht tatsächlich. Leute, wir... Entschuldigung, aber wir werden jetzt ein bisschen bauen. Und Machines. Und wir wollten über den Ozean. Und Corruption Layer und alles. Ah, es ist so viel, was man machen kann. Ich dreh durch. Oh, fantastisch. Fantastisch, Leute. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs dabei sein. Vielen Dank fürs immer noch dabei sein. Und zum Schluss setze ich mich nochmal kurz in das Schlafzimmer rein. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Macht's gut. Und ja, der sitzt jetzt mit den Beinen in der Couch drin. Fantastisch. So, euer Warren sagt, ciao.